Recht herzlich willkommen zur 80. Folge von Simotrans. Ja, wir sind unterwegs und wir wollten. Was wollten wir? Gute Frage. Nach Döbeln müssen wir. Da hatten wir gesagt, den Hafen müssen wir noch ein bisschen optimieren, gucken. Da war irgendwie die Milch, war es, glaube ich. Ne? Ich glaube, die Milch war noch nicht abtransportiert. Oder Südfrüchte? Ne, Südfrüchte waren es. Die müssen noch mehr transportiert werden. Südfrüchte, Paletten. So, jetzt habe ich die Tasten richtig in der Hand. Und ist das hier einer, der die Südfrüchte holt? Das könnte wohl sein, ne? Dann wissen wir schon das Fahrzeug. Und der hat ja die Südfrüchte. Ja, da, der hat die Südfrüchte. Also ist das schon geklärt. Döbeln Hafen Markt ist die Linie. Und das Depot ist in Radolfzell. Ja, kann man hier gerade Südfrüchte auswählen, ne? Und die können das alle transportieren. Super, oder? 14 Paletten. Der auch. Kosten auch beide gleich. Kostet auch so viel, ne? Ja, auch 14 Paletten. Und der hier hat auch 14 Paletten. Kostet auch so viel. Der nur 9 Paletten, 1,44. Was ist das hier für einer? Gutlaster, Diesel, 9 Paletten, 1,44. Der auch. Und dieser hier? 6 Paletten, okay, 96 Cent. Das würde 1,44, das ist ziemlich egal, glaube ich, welchen wir dann nehmen, ne? 7 Paletten wäre 1,12, 6, 9 Paletten, ja, das kommt wohl hin, dass die alle gleich sind vom Preis her, ne? Geht da ein Anhänger hinter? Nö, meine geht kein Anhänger hinter. Dann war das Döbeln Hafen Markt. Und dann machen wir noch zwei von. Und dann sind die unterwegs. Na toll, das hat ja geklappt, ne? So, der fährt der Erste. Den haben wir jetzt erwischt. Der fährt da runter. Der hat nur 12 mit. Und der hat da Dingens mit. So, und dann lass uns nochmal in den Hafen gerade reingucken. Passagiere ist klar. Südfrüchte haben wir, Gerste haben wir. Und hier unten flüssige Lebensmittel haben wir auch. Dann haben wir das ein bisschen optimiert. Jetzt wollten wir dann in die Liste reingucken. Ne, nicht in die Liste. Die Liste reingucken. Haltestellen. Und wartend. So, da warten viele Leute. Ne, da wartet gar keiner. Aufsteigend, absteigend. So, das war der Hafen, den haben wir schon geklärt. Dann haben wir hier noch Stahlberg. 2000 Tonnen Stahl warten da. Und Eisenerz wartet da auch. Das Eisenerz wird gerade was von abgeholt, würde ich sagen, oder? 5164, nö. Da ist sogar noch was angeliefert worden. 2010. Schrott fehlt hier. Okay. Schrott kommt von da hinten eigentlich. Der sollte hier hinten umgeladen werden, ne?
Stahl. Hier ist kein Schrott. Oder brauchen wir keinen Schrott? Kann auch sein, ne? Doch, Schrott ist hier. Und er hat auch Schrott geladen. Das heißt, wir müssen hier noch ein bisschen mehr Schrott transportieren. Das ist die Linie Schrott, da müssen wir noch einen Zug draufsetzen. Depot war oben. Ah, da fährt noch einer, ne? Der wird wahrscheinlich dann auch den Schrott durch die Gegend bringen. Naja. Gucken wir zu, dass wir da noch einen wenigstens, ne, vielleicht sogar einer machen wir erstmal einen drauf, oder? Wo ist hier unser Häuslein da? Loks. Eine Diesellok. 2,95, 3,83. Die ist schon gar nicht so schlecht hier, ne? 2,95. 1,88. Wenn die man nicht beide sogar noch besser sind, ne? Die haben natürlich zwei. Sag schon, mehr Geschwindigkeit und ein bisschen mehr Kraft. Nehmen wir die. Und dann brauchen wir noch einen Anhänger für Schrott. Der ist da unten. Tonnen, nein, 17. Ja. Weiß nicht, wie groß der Halt da unten jetzt war, ne? Aber 5er geht immer und dann ist es auch schon, der nächste geht da nicht mehr. Und das ist die Linie Schrott. Und wir kopieren das Ganze und fahren mit beiden da lang. Gucken wir, wie sich das macht. Der erste ist unterwegs. Der zweite sollte jetzt auch rauskommen, oder? Da ist auch. Notfalls können wir die alten Dinger dann auch ausmustern, die auf der Linie fahren. Wie man sieht, fährt der nämlich auch ein bisschen schneller, ne? Gut. Ja, die stehen jetzt da natürlich und warten. Ich weiß jetzt nicht, ob das mit dem Halt passt. Hier steht gar kein Signal, kann das sein? Muss auch nicht, ne, oder? Ja, wir haben das ja mal umgebaut. Der fährt da oben jetzt vor Signal, okay. Ja, lass mal so laufen jetzt, das ist egal dann. Na. Der fährt jetzt hier über die Brücke. Verfolgen wir den gerade, ne? Und können dabei schneller machen, oder? Ja, machen wir schneller. Jetzt wartet er auf den Gegenverkehr. Da kommt er. Das war Schweinetaxi. Nochmal. Und der passt da nicht rein. Super, ne? Das bedeutet, der wird auch nicht voll. Wir müssen Bahnsteig bauen. Da. Und da. Und ich hoffe, mit dem einen reicht das dann schon. Ist so, ne? Ja, passt. Dann möchte ich den gerade nicht verfolgen. Und lass mal gerade schneller. Und der fährt in den gleichen rein. Und ist auch gleich voll.
Beide voller Schrott. So, dann nehmen wir den ersten wieder und gucken mal. Okay, der fährt da vorbei. Der fährt da vorbei. Okay. Ist auch wieder voll. Und der wartet jetzt da auf den. Okay. Jetzt wartet er da. Ah, der wartet jetzt, dass vor ihm einer weiterfährt. Das ist das Entscheidende, ne? Und ist auch wieder voll. So, der wartet auf den Gegenzug. Und der über alter Elbtunnel ist voll. Und der fährt immer schön durch, ne? Jetzt wartet er wieder auf den Zug. So, da machen wir mal Verfolgung aus und die Lupe an und gucken mal, was hier so ist jetzt. Okay, da ist jetzt Schrott unterwegs, der da, also für unterwegs zum Weiterfahren. Und hier ist jetzt auch Schrott genug drinne. Passt. Jetzt ist nur die Frage am Ende, wenn da unten nichts mehr abzuholen ist, wo bleiben die Züge stehen, ne? Fahren die immer weiter? Der transportiert ja auch noch da. Der auch noch, okay. Also für das eine Stahlwerk ist es schnell erledigt, aber das andere braucht noch ganz viel. 224 Tonnen, okay, das ist. Lassen wir mal gucken, oder? Der eine hat schon wieder mitgenommen. Tausendeinhundertsechzehn. 1106. Das wird nicht mehr, ne? Es wird kein Schrott mehr nachgeliefert in dem Sinne. Die sind gleich beide leer am Fahren. Einundfünfzig. So, und das war's, ne, oder? So, jetzt werden da wohl welche leer fahren, oder? Okay, da wird aber noch geladen. Der andere steht da, ist jetzt nicht schlimm, sag ich mal. Der steht da. Aber dann wird der Personenverkehr nicht mehr rollen. Da steht nämlich der dann, okay. Das funktioniert dann nicht. Da müssen wir hier ein bisschen was ändern, dass die da auch weiterfahren. Stopp, das war die falsche Taste. Dann machen wir das so, dass wir hier verlängern. Da reinmachen und hier auch verlängern. So und da reinmachen und dann nehmen wir ein bisschen was weg hier. Trennen wir weg und das trennen wir auch weg.
Und den trennen wir da auch weg. Und dann brauchen wir das Signal hier hinter dem Zug noch eins. Ah, jetzt ist keiner da, ne? Aber das ist das. Ist das das richtige Signal? Ich will es hoffen. Passt auch. Sollte auch jetzt einer hinterherkommen, oder? Tut's auch. Wunderbar. So, dann stehen die da in der Schlange, warten bis der weg ist und jetzt müssen wir nur gucken, ob da noch einer steht. Da steht noch ein Kohlezug oder was auch immer ist. Aber vielleicht sollten wir die dann ausmustern, die alten Kamellen. Ich glaube, das machen wir mal. Da ist mal schon richtig, ne? Oder? Nee. Ach, hier oben. Zack, verkaufen. Und jetzt müssen wir da unten noch den zweiten herkriegen. Und jetzt steht er da drin und lädt, oder? Details. Hat noch nicht geladen, verkauft. Passt. So, jetzt haben wir nur noch die zwei. Der wartet da schön, das ist alles gut. Und dann sollte das auch funktionieren, oder? Die Personen werden noch befördert. Er wartet da sowieso auf Ladung. Das ist alles gut dann. So, jetzt müssen wir gerade mal gucken, wie die Personen hier am Bahnhof stehen. Über Hardexen, Baustoffhandel, 1000 Leute. Das heißt, unser Personenverkehr läuft hier auch noch nicht. Kurz beobachten. Mach das mal jetzt hier unten hin. 859. Wann kommen sie? Da kommen sie. Der bringt noch welche dazu. Okay, da sehen wir jetzt auch gar nicht. Ne, da muss ein Schiff angehalten haben gerade. Das bedeutet, da müssen noch Leute auf die, also Leute nicht, sondern da muss noch mehr Personenverkehr stattfinden. 126, der ist auf jeden Fall voll. Und der ist mit 104 auch voll. Das bedeutet, da muss noch einer drauf. Das ist Linie Hardexen-Riedenburg. Linie Hardexen-Riedenburg. So. So, das ist Passagiere und Passagierzüge. Ja, das sieht so aus, als ob das hier ein Triebwagen ist, ne? Wie viel sind das jetzt? 200 Leute gehen da rein, oder? So, und das ist Hardexen-Riedenburg. Kopieren wir, starten wir, starten wir. Kommt da schon raus einer? Der wartet da, der wartet da. Gut, das heißt, die beiden sind geklärt. Kosten uns nichts, weil sie auf volle Beladung warten. Und wo sind wir hier? Irgendwas läuft hier falsch, weil da stehen sie schon auf der Straße. Der Bus ist auch in der Schlange.
Sind die Südfrüchte hier weg oder was? Sieht wohl so aus. Ja, dann würde ich sagen, müssten wir irgendwen ausmustern, und zwar diesen raus. Da fährt schon einer rein dann. Details auch weg. So, jetzt kommen schon da zwei wieder reingefahren. Ja, die Milchkannen fahren auch weiter. Passt soweit, ne? Wo fährt? Achso, er ist jetzt da lang. Okay. Müsste jetzt dann da rumfahren. Genau so ist es. Kommt der nächste Milchtransporter. Der fährt auch weiter. Läuft hier gerade, ne? Ja, sieht so aus, als ob das jetzt hier passend ist, oder? Obwohl einer ist zu viel, ne? Das ist auch gerade der, den ich offen habe. Schick den mal zum Depot. Gut, okay, dann verfolgen wir den Zug noch. Beziehungsweise wir fahren das mal geradeaus und gucken gerade. Der nächste ist schon hier. Den haben wir dann auch dabei. 200 Passagiere jeweils. Dann lasst das mal schneller juckeln. Keiner drauf. Wird erst da hinten einsteigen. 208 geladen. Wartet auf den, fährt weiter. Sehr gut. Fährt auch schön durch. Beide sind voll. Und dann geht's wieder zurück, voll. Okay. Genau das gleiche in Grün nochmal auf dem Rückweg. Super. Das klappt soweit. Gut, dann würde ich aber sagen, soll es für diese Folge auch erstmal reichen. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Bis dann. Tschüss.